Hallo und herzlich willkommen zurück bei Animalica. Wunderschöner früher Morgen. Wir sind hier in Red Mountains, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und zwar brauche ich noch ein paar Aloe Vera. Und die habe ich gedacht, kriegt man am besten hier. Und deswegen renne ich jetzt einfach mal rum und sammle Aloe Vera. Weil ich habe hier, ich habe einfach alle Kräuter, die ich habe, eingepackt. Und wir haben mittlerweile auch 18 von diesen roten Pilzen. Jetzt haben wir 19 von den blauen, keine Ahnung. Die sehen jetzt auch auf der Karte so aus. Also, wenn man die findet, die leuchten nicht mehr, sondern die sehen jetzt auch hier anders aus. Und ich finde, da gibt es irgendwie auf einmal viel mehr. Oder ich hatte einfach nur Glück. Ja, ich würde sagen, ich renne jetzt einfach mal ein bisschen rum und suche, oder? Danach könnten wir dann in... Ach, sag's mir. Da unten ist so ein komischer Nester. Die Nester habe ich nachts in Green Hills gesehen. Was auch immer das ist. Das nehmen wir auch mit. Ah, da ist schon Aloe Vera. Sehr gut. Warum, was ist das da unten? Ach, das ist nur ein Totenschädel. Das sind nochmal Eier. Hier, das sind nämlich keine Monster. Und die sind jetzt aber hier auch tagsüber, okay. Das sieht irgendwie sehr seltsam aus. Und ich weiß noch nicht so richtig, ob das gut oder böse ist. Aber die sind irgendwie in Green Hills irgendwie nur nachts da gewesen. Ich habe keine Ahnung. Aber wir brauchen Aloe Vera. Deswegen suchen wir jetzt auch direkt weiter Aloe Vera. Und dann gehen wir nämlich in die alte Landbasis. Dann heilen wir ein paar Tiere. Und die setzen wir dann aus. Genau. Ah, nee, das ist gar nicht, gar kein Nest. Sehr gut. Und ich habe von der Lady Hawk den Tipp bekommen, dass man vorsichtig sein soll, weil die Tiere vielleicht, wenn man in dieser, ich weiß nicht, Silence Land heißt es, glaube ich, wo wir ja jetzt gebaut haben, dass wir da vielleicht die Tiere puff machen und verschwinden. Deswegen habe ich mir überlegt, ich heile jetzt erstmal, wenn das dann geht, die Rehdame, den Rehherrn oder Hirsch und auch von den Kühen, weil davon habe ich ziemlich viele Tiere. Und wenn die Gefahr laufen, dass sie verschwinden, dann möchte ich nicht unbedingt gleich irgendwie ein rares Tier verlieren. Wie sieht das aus? Ich habe nicht mehr viel Platz. Das ist auch... Ach, der gehört hier runter. Hallo? Ach, jetzt geht's. Komisch. Na gut. Bei Essen. Doch, komm, Essen nehmen wir mit. Zack. Streichhölzer können wir hier lassen. Dekozeug können wir auch irgendwann später mal holen. War noch ein bisschen Aloe Vera. Ja, und dann gucken wir nämlich. Schauen wir mal. Dann heilen wir die Viecherle und dann hoffen, dass die da bleiben. Ich sollte vielleicht was trinken. So. Die ganzen anderen Kräuter nehme ich auch mit. Man weiß ja nie, wie viel man von was man braucht. Ich habe ja viel vor. Die Eier nehmen wir mit und die Aloe Vera. Komm, gib mir ganz viel. Jetzt wäre es natürlich cool, wenn ich nochmal... Oh, da wäre Gold. Ich habe eh keinen Platz. So. Jetzt wäre es natürlich noch richtig gut, wenn man auch nochmal so einen roten Pilz sehen würde. Oder finden würden. Damit ihr das auch seht. Dann sind ganz viele Pferde. Aber wie gesagt, ich habe eh keinen Platz und... Wir suchen andere Sachen. Das Seil nehme ich jetzt auch nicht mit. Wir haben so viel zu Hause an Seil. Oh, das ist aber so ein cremefarbenes. Sieht schön aus. Oh. Nee, ist kein Kraut. Hallo, Vera. Ja, wir werden dieses Mal, glaube ich, vielleicht auch ganz, ganz viel reißen. Oh, da ist eine Kiste. Jetzt, wo ich keinen Platz habe. Die steht Kopf. Oh. Die können wir mitnehmen. Die können wir mitnehmen. Pfeile können wir auch mitnehmen.
Ich will alles mitnehmen. Ach Mann. So, machen wir wieder ein bisschen mehr Platz. Geht das nicht? Ach, man kann jetzt... Man muss das jetzt gedrückt halten. Irgendwie ist das Rüberziehen anders. Kann das sein? Habe ich irgendwie so ein Gefühl. Ach, keine Ahnung. Dann essen wir mal. Komm. Futter, Futter, Futter. Eigentlich blöd, aber... Ja, man muss irgendwie jetzt die Maus gedrückt halten. Die Eier lassen wir hier. Messer nehmen wir mit. Da trinken wir. Ach so, ja, muss ich erst mal im Inventar haben. Dann lassen wir das schweren Herzens zurück. Aber geht ja nicht kaputt. Oh, hier, Aloe Vera. Ich habe doch keine Aloe Vera weggeschmissen. Warum willst du die jetzt nicht mehr? Warum willst du die nicht mehr? Lass mal jetzt noch was in der Kiste zurück. Dann lass mal doch das Messer noch hier. Kann ich mir das irgendwie merken? Irgendwie... Ja, wohl ging eigentlich da bei der kleinen Hütte. Na gut. Ach hier. Ach, das sind... Das waren die Samen dazu. Ach, die... Pf, nö. Können wir dann doch vielleicht gleich nochmal umtauschen. Weil die Samen brauche ich ja jetzt nicht unbedingt mitnehmen von Aloe Vera. Weil ich habe es eh noch nicht kapiert, wie das funktioniert mit dem Anbauen. Im letzten... Also sonst war es ja irgendwie so, dass man mit den Samen und dem DNA-Zeugs sich so ganz besondere, ganz kuriose Dinger bauen können. Na gut, dann gehen wir nochmal zur Kiste. Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir denn jetzt? 9 Aloe Vera. Ja gut, komm, reicht vielleicht, oder? Ich hoffe es. Ich glaube, man braucht 1 für so einen Cure-Pot. Dann könnte man 9 Dinger herstellen. Na, da hinten ist noch einer. Nehmen wir die auch noch mit. Und dann gehen wir zur Landbasis. So. Das irritiert gerade, dass man das mit dem Anklicken nicht mehr so klappt. Also, ich finde es jetzt nicht schlecht. Weil ich musste mich erst dran gewöhnen mit diesem Anklicken und dann rüberziehen. Und das war ganz komisch. Aber dann hat man sich dran gewöhnt und jetzt ist halt das irgendwie ungewohnt. Keine Ahnung. So, da oben ist noch Aloe Vera. Wir können ja, wie gesagt, auf dem Weg zum Luftballon noch alles mitnehmen, was wir so sehen. I've got too much junk already. Ja, das ist dann nur Seed, die will ich da nicht. Bitte, habt ihr... Das war ja grad... Es regnet! Es regnet! Habt ihr gesehen, wie der Himmel sich auf einmal zugezogen hat? Das sah jetzt aber richtig cool aus. Uiuiui. Schnell, wir werden nass, ab nach Hause. Beziehungsweise ab in zur alten Basis. Schön. So, da sind wir schon gelandet. Dann würde ich sagen, ab zurück. Auf Stein höre ich mich auch anders an, oder? Keine Ahnung. So, irgendwie sieht das komisch aus, so eine leere alte Basis. Wenn ich halt sehe, was wir jetzt einfach schon allein an Platz gebraucht haben oder brauchen, das ist heftig. Oh, da steht ja eine Kiste. Ist die leer? Ach nee, da habe ich ja noch Zeug dran. Das habe ich doch alles mitgenommen. Warum ist das hier? Keine Ahnung. Ja, gut zu wissen. So, dann gehen wir hier runter. Ist hier vielleicht auch neues Zeug? Nein. Okay, man kann ja noch träumen. So, jetzt da. Sind hier neue Tränke in den Regalen? Das wäre schön. Ich würde ja am liebsten hier einfach alle einsackeln, aber geht ja leider nicht.
So, wir machen zuerst... Oh, Taming können wir nicht. Was fehlt uns da? Lactarius. Ah, habe ich nicht. Mist. Wie viele können wir da herstellen? 9 Stück. Weil wir nur irgendwas wenig haben. Na gut, dann stellen wir das jetzt mal alle her. Nicht genug. Ach ja, ja. Sekunde. Ich überlege. Warte mal, hier draußen ist doch eine Kiste. So. Dann hier. Und tun wir da... Oder warte, wir tun das Essen hier kurz rüber. Und das hier. So. Können wir ja gleich wiederholen. Ich glaube, das ist besser als wegschmeißen. So. Davon 9 Stück herstellen. Müssen wir ja erst nach Corps Harbor und diese Lack-Dings da kaufen. Okay, Taming Point. Was brauchen wir hier? Lactarius. Lactarius. Muss ich mir merken. So. Jetzt gucke ich mal, aber man braucht, glaube ich, immer noch Cure und Taming Point wahrscheinlich zum Heilen. Ist auf jeden Fall nichts weiß. Nee. Was haben wir denn überhaupt dabei? Kühe? Ich finde die jetzt gerade gar nicht. Ganz oben wahrscheinlich und ich habe es nicht gesehen. Da, mein, ja, hier. Und hier gibt es auch Rentiere. Das ist ja cool. Taming Point, ja gut. Okay, dann müssen wir nochmal zurück. Oder beziehungsweise, was heißt zurück? Wir müssen Lack... Da, jetzt habe ich schon wieder vergessen. So, wir lassen mal ein bisschen was hier. Machen wir mal so. Das Messer und das und dies und jenes und sowieso. Wir können dann, wenn wir jetzt nach Corps Harbor gehen, können wir auch testen, ob wir die verkaufen können. So. Dann hier raus. Ja, weil ich habe das halt nicht richtig kapiert, aber... Dankeschön an Lady Hawk. Da sind Tonnen. Und in die Tonnen werfe ich praktisch meinen Abfall rein. Nur ist es kein Abfall, sondern ich krieg dafür Goldmünzen. Und ich habe halt wirklich gedacht, irgendwie... Hörst du auf so komisch? Komisch. Ja, und ich habe halt wirklich gedacht, man muss da zum Händler. Aber hat sich jetzt erledigt. Also in die Tonne werfen und dafür Gold kriegen. Wäre doch schön, wenn das in echt auch so wäre, oder? Und gelandet. Sicher und zufrieden. Es ist jetzt zwar gerade nachts, aber ich glaube, das stört jetzt kurz nicht, oder? Dann, ich renne einfach ganz schnell dahinter, verkaufe die Sachen und lack die... Ja. Hier, ganz fett und groß sind die Tonnen. Hier, Plastic, Trash, Paper, Cans. Trash. Kann ich da alles oder ist das egal, wo ich was verkaufe? Die Dinger zum Beispiel. Aber Trash hört sich an, als würde ich... Plastik ist es aber auch nicht. Egal, vielleicht ist es egal. Wenn ich die jetzt hier reinhau, geht das? Hier, added item. 42 Goldcoins. Und jetzt sind sie weg. Richtig cool. Hier ist mein Gold. Das ist cool. Ja, dann können wir ja doch verkaufen ab jetzt. Sehr schön. So, und... Oh, ich habe kein Gold mitgenommen. Ich bin so doof. Gut, dass wir jetzt ein bisschen was verkauft haben. Na. wir brauchen Lactarius. Genau. Maximal 8 Stück. Ja, dann gib mir mal die 8 Stück. Besser wie nix. Wir haben auch nur 9 Taming Point, dann passt das ja. Oder soll man... Ich weiß halt nicht. Komm, wir haben so viele Kräuter. Wir können ja verkaufen. Was verkaufen wir noch? Wir haben ganz viel von den Rose Hips. Wie viel gibt das? Ach, das können wir nicht verkaufen. 800. Uiuiuiui. Wow. Was ist, wenn wir das splitten? Wenn wir 42... Das ist auch noch richtig viel Kohle. Ach, hier haben wir auch nochmal... Ja, komm. Wir verkaufen das hier. Gut. 420 Goldcoins. Das ist richtig, richtig gut. Okay, dann gehen wir shoppen. Lactarius. Maximal 84. Ein bisschen viel, aber egal, komm, wir bauen immer wieder. So, sehr gut.
So, fertig. Und wir haben kein Gold mehr. Aber für ein bisschen Kräuter 420 Gold ist schon heftig. So. Wie gewonnen, so zerronnen, oder? Heißt es doch. Dann sind wir jetzt pleite, aber glücklich. Und wir gehen jetzt wieder zurück. Es ist heute ein Hin- und Herreisen, aber ich gucke eben, dass ich das ganze Ladezeug rausschneide. Wir wollen dann zur Landbasis. Jawohl. So, schnell zurück ins Labor. Trinken noch ein Schlückchen. Also ich bin jetzt gerade so am Überlegen, wenn wir, oder wenn ich persönlich es kapieren würde, wie man richtig anpflanzt. Stell dich mal vor, man würde, das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber man würde Cannabis anpflanzen, ernten, verkaufen. Wir hätten ausgesorgt, oder? Aber ich glaube, das geht so nicht. Weil wie gesagt, in der letzten Alpha war es ja auch so, dass man ja halt mit den Samen nichts anpflanzen konnte, sondern im Genlabor halt Dekopflanzen, richtig krasse Dekopflanzen hat erstellen können. Und die halt dann hinstellen, aber das wäre schon nice, oder? Cannabis anpflanzen, verkaufen, reich werden, ausgesorgt haben. Man könnte so viel, oh, nur 4 Stück. Schade. Ja, man könnte so viel kaufen. Man hätte ausgesorgt mit Essen und Boletus Edolus. Das könnte man auch kaufen. Na gut. Das können wir auch noch herstellen. 6 Stück. Ja, komm, dann machen wir das auch noch. So, ein paar Pfeile zum Betäuben. Gut. Auf jeden Fall können wir jetzt heilen. Das machen wir jetzt auch hier. Und hier, das sind halt die Dinge, oder? Und dafür braucht man halt die Wildseed, Exotic-Samen. Und dann kann man sich halt die sagen. Ich glaube, das ist das Einzige, für was man die Samen braucht, oder? Aber andererseits, ich brauche hier doch kein Aloe Vera. Oder? Nein, das ist das Gleiche. Wildseed, Exotic. Warum kriegt man dann Aloe Vera-Samen? Wenn man die hier gar nicht braucht. Seltsam. Ich habe keine Ahnung. So, was fehlt mir jetzt? Nichts. Sehr gut. Einmal heilen. Und die Dame dazu. Und dann brauchen wir die Rinder. Wo sind sie? Gibt es Wildschweine? Wo gibt es denn bitte Wildschweine? Ich habe noch nie Wildschweine gesehen. Auch die ganzen Tiger und Löwen. Ich meine, ich war ja in dem Safari-Ding, aber ich glaube, ich muss da noch viel, viel mehr gucken, weil ich habe nur einen Gepard gesehen, aber ich habe nicht einen Löwen gesehen, leider. So, auf jeden Fall haben wir jetzt 4 zufriedene, gesunde Tiere. Dann nehmen wir das ganze Zeug noch aus der Kiste und gehen wieder auf Reisen. Ich glaube, wir bereisen heute jede Karte irgendwie. So, wir können alles mitnehmen, das ist sehr gut. Hier wird es jetzt auch schon wieder dunkel. Ja, Pferdchen, ich weiß. Habe ich dich hier ganz alleine gelassen. Tut mir leid. Aber hier ist zu wenig Platz. Ich meine, man könnte ja auch hier hinten geht es ja auch noch raus. Da könnte man ja auch die ganzen Gebäude hinstellen. Aber ich weiß nicht, ich habe irgendwie alles gerne in Sichtweite. Total doof, aber ist so. So. Bevor ich jetzt wieder nach Hause fahre, würde ich doch glatt einmal ganz kurz nach Green Hills und gucken, ob ich mich jetzt getäuscht habe oder ob nachts der Planet Fühler ausstreckt. Und ob die tagsüber nicht da sind. Das ist nämlich das Wichtige. Und perfekt, es ist schon nachts. Also ich hoffe, ihr seht halbwegs was. Ist halt immer nachts ein bisschen doof. Ich renne jetzt einfach mal hier hoch. Ich habe nämlich auch leider, zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe mein Pferdchen verloren. Ich habe das hier unten am Berg abgesetzt und dann nicht mehr wiedergefunden, leider. Das war nicht so schön. Müssen wir jetzt doch tagsüber losrennen? Ich weiß gerade gar nicht, wo ich hin muss.
Warte mal, hier ist der Bauernhof. Da bin ich doch dann eigentlich hier hinter. Bisschen was trinken. Mal gucken, aber ich glaube, das Pferd steht jetzt nicht hier. So, Kühe. Nee, Pferd ist nicht hier. Ja, ich hab's verloren. Es tut mir leid. Das ist halt Nacht, ich sehe auch nicht so wirklich viel. Ist gerade irgendwie blöd. So, jetzt laufe ich mal ein Stückchen weiter. Ich glaube, wir sind hier hinten über dem Berg. Und dann rechts auf den hohen Berg. Kann das sein? Ich weiß es nicht mehr. Aber es ist so dunkel. Ich sehe nichts. Und ihr wahrscheinlich noch viel weniger. Und jetzt sehe ich keine blauen Dinger mehr, oder? Kann das sein? Das wäre doof. Lauf, lauf, lauf. Ich kann noch was essen nebenbei. Nein, was essen. So. Ich weiß halt nicht mehr, wo wir hin sind. Hier so. Ich glaube, das da hoch irgendwie. Da war doch noch mal ein Haus. Jetzt haben wir es gerade passend, dass auch sogar Nacht ist. Vielleicht finden wir ja jetzt das Pferd. Das könnte natürlich sein. Das wäre gut. So, trinken. Trinken für Ausdauer. Ach, da ist das Pferd. Jawohl. Ich habe dich gefunden. Aber ich finde jetzt diese lilanen Dinger nicht mehr. Ich bin noch nicht doof. Warte mal. Oh, das ist auch neu. Eins für Trab, Galopp und so weiter. Auf Mountain und runter. Aber ich mache das eher mit dem Rad. Galopp und so. Hochdrehen und runterdrehen. Bis ich galoppiere oder Schritt habe. Aber das ist gut, also. Und jetzt finde ich aber diese Dinger nicht mehr. Dann waren die aber wahrscheinlich vielleicht doch tagsüber da, oder? Fährt hier nicht so zittern. Es ist alles gut. Es ist nachts, aber ich beschütze dich. Beziehungsweise, ja gut, ich bin nicht schneller wie das Pferd. Man sagt doch irgendwie, man muss nicht schneller sein wie die Monster, man muss nur schneller sein wie die Freunde. Aber ich sehe jetzt nichts mehr. Ich kapiere das nicht. Pferdchen, hast du die lila Dinger gefressen? Ich habe auch nichts zerstört. Ich war ganz, ganz brav. Die waren aber hier. Ich weiß auch nicht mehr, wie bin ich denn dann von dem Gebäude runtergekommen oder weggelaufen. Weil, wie gesagt, Pferd habe ich nicht gefunden. Ih, da ist ein Nest, aber ein anderes Nest. Das sind diese komischen Typen da. Pferdchen, darüber. Dann gehen wir mal nach oben. Ich hätte auf dem Heimweg Screenshots machen müssen. Weil wenn ich die jetzt wieder nicht finde, dann denkt ihr noch, ich habe euch Käse erzählt hier. Ich finde jetzt auch gar nicht das Haus. Wo ist denn das Haus hin? Mensch. Ach, da oben ist das Haus. Okay. Und es ist so dunkel. Es tut mir leid. Ich wollte euch ja eigentlich diese lila Fühler zeigen. Da! Da unten. Da sind sie. So. Es ist auch kein Nest, weil es ist halt nichts in der Nähe. So, jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt legen wir uns hin. Und schauen, ob die da sind, wenn es Tag ist. Weil ich glaube jetzt mittlerweile vielleicht, dass die tagsüber doch da sind. Auf jeden Fall ist das halt eklig. Aber wir haben die ja bei den einen auch schon gesehen. Und wenn ich... Nein. Ach, das ist jetzt auch eine kleine Ding. Hier, das macht halt dieses Schlabberding. Aber es sind ja keine Monster da. Ich weiß nicht, für was das gut ist. So, Pferdchen, ich komme zu dir. Dann legen wir uns kurz hin. Und gucken. Aber ich glaube wirklich, die sind tagsüber jetzt doch da. Das war halt nur Zufall dann wahrscheinlich, dass ich die nur nachts gesehen habe. So, gib mir... Das dahin. Da.
Ah, unter Sternen im Himmel geschlafen. Das ist doch wunderschön. Machen wir mal 9 Stunden? Boah, es ist Tag. Doch, diesen Taxi war auch da. Das ist irgendwie interessant. Wieso habe ich die da nie gesehen? War umsonst hier nachts durchgeritten. Aber es ist halt so, wir sind doch so viel hier in Green Hills unterwegs gewesen. Und ich habe davon nicht ein Ding gesehen und bin halt dann nachts heimgelatscht. Und hab die dann gesehen. Komisch. Ich habe keine Ahnung. Ja gut. Wieder was gelernt. Mit offeneren Augen durch die Welt spazieren, dann sieht man mehr. So, Pferdchen, wir bringen dich nach Hause. Beziehungsweise zurück. So. Ja, da ist das andere Nest. Da möchte ich nicht hin. Das sind mehrere Nester sogar. Na gut. Oh, 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 Pilz, Pilz. Roter Pilz. Und ich kann nichts tragen. Kann ich dir nicht was in die Satteltasche packen? Aber hier, es leuchtet nicht mehr. Also man muss jetzt halt wieder ein bisschen aufpassen und gucken. Die sehen jetzt so aus. Was können wir jetzt wegschmeißen? Eigentlich gar nichts. Obwohl, wir können Stoff wegschmeißen. Oder die Empty Can hat... Ja, egal jetzt. Aber der ist wichtig. So. Und jetzt aber nach Hause. Oder es war echt, diese lila Dinger sind einfach nur im hinteren Bereich der Karte. Ich kann mir das halt gerade irgendwie nicht erklären, warum ich hier vorne nicht eingesehen habe. Ich habe keine Ahnung. Aber vor allen Dingen, für was ist das? Oder was ist das? Das sind keine Monster, das sind keine Tiere. Ich hätte vielleicht eins abbauen müssen, um zu gucken, was man dafür kriegt. Aber ich reite jetzt nicht nochmal zurück. Aber ich denke mal, entweder ist auch nur Schleim oder DNA oder so Zeugs. Müsste ich aber mal ausprobieren. Keine Ahnung. Es sind halt irgendwie so Rätsel dann, wo ich halt nicht verstehe. Ach, hier ist auch wieder eins. Wieso habe ich das vorher nicht gesehen? Sollen wir mal eins abbauen, aber ich habe die Taschen voll. Ach komm, egal. Wir sehen ja dann, was runterfällt. Den Hammer. So, du Schleimding. Du gehst jetzt kaputt. Ach, das sind sogar einzelne Dinger nur. Und irgendwas habe ich gekriegt. Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Mist. Aber ich glaube, das waren die Dinge, oder? Nochmal. Und diesmal aufpassen. Ich dachte, das ganze Nest ist dann kaputt. Was ist das dann? Wie gesagt, das sind ja auch keine Tiere da, wo ich dann sagen könnte, die Tiere spawnen hier oder so. Ja. Wir kriegen den Schleim und zwar gar nicht mal so wenig. Okay. Keine Ahnung. Ich bin verwirrt. Da unten ist ja ein Haus. Oder waren wir da schon? Vorsicht, Pferd! Autsch. Okay, wir tun uns nicht weh. Ich dachte schon, jetzt irgendwie Pferdbein gebrochen und schreit oder so. Das wäre grausam. Ich glaube, bei dem Haus waren wir schon ein paar Mal. Da ist nämlich auch hier rechts dieser kleine Unterstand. Ja, ja, da haben wir doch das Cannabis aus dem Garten geklaumopst. So, ja, und da ist wieder ganz viel. Das könnte man mitnehmen. Wir haben doch Cannabis in der Tasche, oder? Dann können wir das mitnehmen. Hoffe ich, dass genug Platz ist. Jawohl.
Need to save room for ammo. Dachte ich mir, ja, ich hab da gar nicht gepflückt. Ich bin vorbeigelaufen und dann ist der Stiel umgekippt. Na gut. Reicht. Ach, tagsüber ist man aber doch lieber unterwegs, oder? Die ganzen Farben und sieht schon schön aus mit der Sonne. Als nachts ist halt, ich meine, da habe ich kein Problem damit. Ich könnte da locker auch ein bisschen looten gehen und so. Nur es ist halt, man sieht halt fast nichts. Und ich denke halt, wenn ihr das dann anguckt, das Video, dann seht ihr noch viel weniger. Und das ist ja dann schade eigentlich. Man muss sich ja da nicht etwas angucken, wo man eh nichts sieht, oder? So, da war, glaube ich, die... Ach, das ist die Ruine, genau. Da müssen wir auch mal hochgehen, draufgehen. Früher war da mal irgendwie eine Kiste drauf oder so, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Aber ich brauche jetzt nicht gucken, weil ich bin eh komplett überfüllt. Pferdchen, streng dich an und spring runter. Du kannst das. Was? Okay, dann nicht. Hui, wir fliegen. Nein, tun wir nicht. So, gleich geschafft. Dann steht's nicht mehr mitten in der Pampa, sondern schön hier an dem Gebäude. Da können wir es dann, glaube ich, auch ganz ohne Sorgen zurücklassen. Also wir sind heute richtig auf Weltreise, oder? Aber jetzt fahren wir noch nach Hause und setzen die Tiere aus und dann eben gucken, ob die bleiben oder ob wir dann, wenn wir weiterspielen, keine Tiere mehr haben. Das sehen wir dann. Ach ja, zu Hause ist am schönsten. So. Ich werf am besten erstmal die ganzen Kräuter wieder hier rein. Dann haben wir nämlich schön Platz und dann setzen wir die Tiere aus. Und dann würde ich fast sagen, eine Reise können wir noch machen, oder? So. Also Schleim haben wir jetzt schon richtig viel. Ich schmeiß jetzt mal... Oh, hier werden auch noch Taming Point... Cure-Dings. Ihr wisst schon. Dann machen wir auch mal... Nee, nicht alle. Machen wir drei. Nein. So, 80 sieht doch gut aus. Na, den hätten wir ja doch alle machen können. Ach komm, dann machen wir das doch so. Gut, das noch rüber. Bleibt da drüben. Ja. Was haben wir jetzt noch? Das gehört draußen hin. Tiere gehört hier rein zum Leder. So. Wir brauchen jetzt praktisch nur noch 5 Upgrades, dann können wir testen, ob man mit 10 die Schrotflinte einmal aufwerten kann. So, jetzt da haben wir nur noch die Tiere. Ja, komm, da rein. So, ab ins Gehege. Ich würde sagen, wir machen... Hirsch und Kuh. Ja. So. Und dann gucken wir mal, ob die noch da sind, wenn es dann soweit ist. Tor ist zu, müsste also klappen. Nicht abhauen, verstanden? Ja. So. Die sind da auch schön eingesperrt, deswegen, ich hoffe, das klappt. Aber
Wenn man es nicht ausprobiert, dann erfährt man es nie und dann kann man auch nichts dran verbessern. So, und zwei Rinder. Sieht doch gut aus. Ja. Gut. Jetzt habe ich gesagt, eine Reise können wir noch tun, oder? Haben wir noch ein bisschen Zeit? Habt ihr noch ein bisschen Lust? Weil, wenn das so ist... Ach ja, es hieß auch, hier hinten wären Tonnen, aber ich habe keine gefunden. Ja. Also hier rund um dieses Haus sehe ich keine Tonnen zum Verkaufen. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass die irgendwo da sind, wo ich gebaut habe. Aber ich sehe die nicht bei mir, zumindest. Der Weihnachtsbaum ist auch weg mittlerweile. Ja, aber es kann halt jetzt sein, dass die irgendwo hier sind, wo ich irgendwas dran gebaut habe. Aber ich finde bei mir keine Tonnen, leider. So, jetzt will ich eine Kiste. Ich brauche eine Kiste. Machen wir hier rein. Nee, machen wir bei Holz rein. Und zwar gehe ich komplett nackig. Ja, ich möchte nichts verlieren, weil ich hoffe, ich täusche mich, aber ich möchte mir nur kurz was anschauen. Und wenn das so ist, wie ich denke, dann tut es vielleicht weh. Okay, wir trinken kurz nochmal. Trinken, trinken. So. Und essen nochmal. So, wir sind komplett nackig. Ich speichere auch nochmal schnell. So. Und jetzt gehen wir noch einmal auf Reisen. Was ist das für ein Ladebildschirm? Habt ihr den Ladebildschirm gesehen? Kennt ihr Pestilentia noch von unserem ersten Besuch? Was zur Hölle ist hier passiert? Oh, guck mal, was da liegt. Das hole ich mir dann später ab. Hoffe ich. Ja. Was ist hier? Es hat sich komplett geändert. Was ist hier rein? Ist das so ein... Ich keine Ahnung. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ich kann nicht so lange rennen, aber es hieß ja auch irgendwie einfach nur noch ein reines Monsternest. Was sind das für Bomben oder Raketen, was hier liegen? Ich will einfach nur gucken. Ich krieg jetzt auf die Nase. Ich kann nicht so viel gucken. Aber sah das vorher auch schon so aus? Ja. 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 Da hinten. Ich will da hinten hin. Bitte lass mich überleben. Bis dahinter. Nur bis dahinter. Ja. 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 Okay, ich habe halt nichts dabei, weil ich dachte mir schon, dass ich hier einfach nur sterbe. Weil ich habe irgendwie das so im Hinterkopf gehabt, dass sich das hier geändert hat. Dass es nicht mehr viele Monsternester gibt, sondern ein... Ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich sagen soll. Ich habe es halt falsch verstanden, glaube ich mal wieder, aber es ist ja jetzt nicht so schlimm. Geändert hat sich auf jeden Fall was. Sondern dass in der Mitte jetzt ein Boss ist, sozusagen. Aber ich glaube, guck mal, was da vorne steht. Was zum Geier ist das? Das ist das ultimative Monsterproduktionsnest oder so. Ich will da nicht durch. Ach komm, scheiß drauf. Ich will das sehen. Ich hoffe, wir haben noch ein bisschen Ausdauer und... Boah, guckt euch das mal an. Eigentlich sollte ich ein bisschen stehen bleiben. Ah, ich muss... Ja, Ausdauer ist gerade halt doof. Egal. Ob man da dann später auch rein kann? Alles vernichten. So richtig schön mit dem Schwert. Zack, zack, durch. Ja, ja, ja.
War das auf jeden Fall ein Tor. Gigantisch. Eieieiei. Ich finde auch, das sieht richtig geil aus. Es wird eine Folge, glaube ich, mit Überlänge, aber das ist, das wollte ich unbedingt mal wissen. Ich dachte, wie gesagt, hier ist dann einfach ein großer, dicker, fetter Boss. Aber das hier ist ja noch viel cooler. Voll die Monsterstadt hier. Ja, ich bin neugierig. Ich will da jetzt... Ich komme da eh nicht durch. Das ist alles voll mit Laser. Aber ich habe ja gesagt, ich bin eigentlich hier sowieso nur da zum Sterben. Aber ob man da dann rein kann, soll ich es mal probieren? Ich werde so drauf gehen. Ja! Hilfe! Aber ich will es gucken. Auf jeden Fall. Boah, ist das geil. Ja. Ja. Kein Leben, ich weiß, aber wir sind drinnen. Einfach gucken. Ich bin eh schon tot. Was kann man hier machen dann? Boah. Jawohl. Wie gesagt, es war rein vom Ding her. Ich wollte ja sterben, deswegen habe ich nichts mitgenommen. Aber wir wissen jetzt, worauf wir hinarbeiten können. Everything is so amazing here. Ja, da hast du recht. Das nehmen wir mit. Wir müssen die Schrotflinte aufwerten. Am besten noch Scharfschützengewehr und keine Ahnung. Gibt's ja nicht, aber wir müssen die Stadt zerstören. Das ist unser Plan. Alles zurückerobern und dann wissen wir vielleicht, was mit unseren Kollegen passiert ist. Also richtig nice. Oh, schön. Wieder was entdeckt. Gut, ich hoffe, es war nicht zu viel Hin- und Herreisen für euch. Ihr hattet hoffentlich auch Spaß. Ich bin mal wieder begeistert. Und tolle Stadt. Grausam, aber toll. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.